vielleicht kann ich ja noch mal schauen. Okay, da haben sie einen Kollegen erledigt. Kriegsgerät. Okay, Flächenbombardement. Und da ist die polnische Flagge. Ist die noch nicht irgendwie zerstört wurde, wundert mich. Oh, man kann. Was haben wir denn hier? Ich bin nicht gut mit Schrotflinten. so, hier das spricht können wir ja überspringen. So viel zu Schlagalarm. Das waren jetzt drei Leute. Nein. Au. Okay. Selbstmordmission erfüllt. Ich bin tot. Könnte man jetzt so sagen. Dann, lernen die denn nie? Hab ich denn noch was anderes? Oh. Hat sich einer okay. Sehr interessant. Da ist er! Ah, schön. Schnell erledigt. Gut. Wir mal sehen. Schade um die Leute. Hier haben wir Munition, das ist natürlich sehr schön. Das ist immer praktisch, wenn man Munition findet. So, jetzt dann. Verteidigung durchbrochen! Was für eine Verteidigung? Ich gehe mal auf Deckung, irgendwie sind die stärkere Gewehre. Der da hinten lebt der noch oder nicht? Ah. So kann man sich natürlich auch einfach machen. Jungs, da oft zu zappeln. Nee, die Schrotflinte lasse ich liegen, bevor ich da. Keine Ahnung. Selbst mich verletze, ich weiß auch nicht. So, da haben wir nochmal Munition eingesammelt. Hilft auf jeden Fall. Scheiße, man kann ihn noch nicht mal aus der Nadel erschießen. Das, ich hab eigentlich gehofft, dass es. Ey, muss das sein? Ich hab eigentlich gedacht, man könnte ihn jetzt aus der Nadel erschießen, aber. War nicht so. Ah, ich habe schon darauf gewartet, dass wir wieder eins finden. Wie war die polnische Resistance? Passt ja nicht. Im Namen Deutschlands sofort diese Tür aufmachen! Eine Sekunde. Im Namen Polens und aller anderen freien Länder. Ich bin von der Heimatarmee. Alles sicher. Danke. Danke. Los, zum Fluss. Die Evakuierung hat bereits begonnen. Ja, natürlich. Danke. Okay, sie haben. Oh,
keine Toten, nur Verletzte, traumatisierte Leute. Ich würde sagen, ja, jetzt muss ich hier wieder runter. Scheiße! Alarm, Partisanen! Na dann. Na dann. Upsala. Die gehen ja doch ein bisschen offener ran, als ich gedacht habe. Ich brauche Munition! Ah, okay. Ich soll... Verdammt. Ich brauche Munition! In Deckung. Einen Moment warten, bis sich das Ganze beruhigt. Wo kam der denn her? Das war ja mal echt krass. Offizier. Aufwachen! Im Namen Deutschlands! Sofort diese Tür aufmachen! Eine Sekunde. So, ich bin von der Heimatarmee. Alles sicher. So danke. Einfach geht das. Danke. Los, zum Fluss. Die Evakuierung hat bereits begonnen. So, ja, hier hatten wir ja nichts mehr gefunden. Danke. Scheiße. Sagen. Verteidigung durchbrochen. Wir gehen jetzt mal hin und erledigen das im Scharfschützen-Style. Ich sollte zur Seite gehen. Irgendwer schießt auf mich. Genau. Hui. Das ist nämlich ein Quickscope. Da vorne liegt eine Waffe auf einer Kiste. Ich weiß nicht. Okay, das ist jetzt blöd. Gehen wir mal hier rein. Dann habe ich euch. Oder auch nicht. Ich kann auch erst eine Granate rauswerfen. Vorsicht, Granate! Ob ich sie erwischt habe? Keine Ahnung. Da ist er! Oh! Ob ich geplant habe, sie zu töten? Auf jeden Fall. Oh. Na nee, Zielfernrohr. Das habe ich ja. Das erwischen, als der da vorbei ist. So, ich würde mal sagen. Findet ihn! Das ist die Frage, was ist. Ist das ST-40? Stunde wäre 40 besser als das, was ich gerade habe? Oder nicht? Wäre ja, auf jeden Fall schön, wenn das mehr als 20 Kugeln hätte. Es hat 30 Kugeln. Ist die Frage. Ist es besser? Ist es besser oder nicht? Ich bin mir, um ehrlich zu sein, nicht sicher. Aber hey, das ist meine Anfangswaffe. Was soll ich? Ich benutze die einfach weiter. Dann geht's jetzt nochmal Munition aufsammeln. Und jetzt die Frage, hier lang können wir anscheinend nicht. Allerdings schlagen hier auch Bomben wieder ein, das ist ein bisschen blöd. Ich würde fast darauf wetten, dass wir wieder hier durch so einen Wagen können. Können wir uns denn? Nein, anscheinend doch nicht. Nein, der ist zu hoch, da kann ich nicht runterspringen. Was auch immer das für eine Logik ist, aber es funktioniert nicht. Gut, da ist ein Panzer, da ist ein wenig Sprengstoff. Okay. Aha, aha, aha. Eins von zwei gefunden. Eins von zwei. Wenn man es sagen will.
Sekunde, ich dachte, ich wollte noch hoch. Ah, Mist. Okay. Naja, hoch hätte ich wahrscheinlich auch nicht mehr gekonnt. Das hätte mich wahrscheinlich da auch gestoppt, von daher. Ist schon okay. So, einer mit verletztem Arm. Da sieht man mal, in welchem Zustand die Polen momentan sind. Na gut. Ja. Etwas brennt. Ein brennender Feuerlöscher. Oh mein Gott. Vielleicht habt ihr es ja erkennen können, das hat eine leichte Ironie, dass ein brennender Feuerlöscher durch die Gegend fliegt. Oh. Moment. Ah, jetzt hat sich nur da hinten was verschlossen. Das heißt, wir haben uns hier mehr oder weniger verbarrikadiert. Ich wollte einfach nur noch mal hochgehen. Falls wir hier irgendwas finden. Gegner, verbündete Waffen. Wie auch immer. Aber so wie es aussieht, finden wir hier eher nichts. So, und der Teil ist auch versperrt. Schade. Ich dachte, man könnte hier raus. Aber das wäre ja viel zu einfach, wenn man hier raus Leute erschießen könnte, die einem irgendwie Ärger machen. Ja, das ist die falsche Richtung. Und hier gucken wir direkt gegen eine Häuserwand. Eine Sekunde, das ist einer von den Guten. Ah, okay, dann wäre ich da rausgekommen. Ah, dem Kollegen folgen. Den kennen wir ja schon. Nehmen Sie den einen. Ich kümmere mich um den anderen. Wo ist der eine und der andere? Aha. Okay, Nahkampfkill nehme ich mal an. Okay, so geht's natürlich auch. Ich habe das Gebiet vor uns erkundet. Die Deutschen sind überall. Doch wir müssen durch das Straßenbahndepot, um zum Fluss zu kommen. Sie reparieren Panzer in der Werkstatt da links. Wir sollten also versuchen, sie zu zerstören. Wo ist der denn? Da oben. Bitte, bitte! Wir gehören nicht zur Heimatarmee. Wir sind nur Bürger. Erschießt sie alle! Nein! Wahnsinn. Also Wahnsinn. Okay. Sie haben die Wahl. Sie können mich von hier aus decken oder selbst ins Depot vorrücken und ich decke sie. String links drücken, um die Scharfschützenposition anzunehmen, oder String rechts mit dem Bodenangriff. Dann nehme ich lieber. Ich bin der bessere Schütze. Wohl wahr. Genau. Okay. Wir treffen uns in der Kanalisation auf der anderen Seite des Depots. Gut, dann. Zielfernrohr raus. Wo ist er? Da. Immer noch. Okay. Schön. Da hinten positionieren die sich. Das ist ja ganz gemein. Also ich muss nachladen. Haben wir noch einen? Da ist noch einer. Einer auf dem MG. Ich glaube, ich habe ihn. Das ist ein Flugzeug. So, mein lieber Freund. Weiter sehe ich keine Feinde. Ich. Im Ernst, ich habe gerade keinen Plan, auf was er noch wartet. Und da könnte ich rein. Aha. Aufgabe aktualisiert. Betreten die das Straßendepot. Oh, jetzt darf ich noch nicht mal alleine da runterlaufen. Na, dankeschön. Leuchte Desorientierung. So, dann gehen wir mal eher in den interessanteren Teil rein. Da wird die Panzer reparieren. Ja, das ist doch dann...